عن بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد Einer fragt, warum die Frauen nicht heiraten wollen, ich verstehe das nicht. Naja, vielleicht wollen sie dich nicht heiraten, ich weiß es ja nicht. Natürlich gibt es genug Frauen, die heiraten möchten, aber wenn du sie nicht findest, heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Na, und insofern, man sollte immer eine Sache wissen, du hast nur die Aufgabe, die Mittel zu schaffen. Allah hat schon alles niedergeschrieben, subhanahu wa ta'ala. Aber das Mittel schaffen bedeutet nicht, Frauen anzubaggern auf der Straße. Das Mittel zu schaffen heißt, Brüder zu fragen, ob ihre Frauen zum Beispiel Schwestern kennen, die heiraten möchten, zum Beispiel. Oder dass du in eine Moschee gehst, wo du den Imam fragst, ob er Frauen kennt, die heiraten wollen oder sonstiges. Das wäre ein Mittel. Und das reicht, dass du das machst und Dua machst zu Allah Azza wa Jal. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, es gibt genug Frauen, die heiraten wollen. Na, also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wallahu ta'ala ala wa ala.